Ich bin satt, ich glaub mir platzt der Magen, wenn ich noch was ess. Oma kann es nicht ertragen und kocht ganz ungern. Wir treffen die Familie, Oma, Opa sind mit dabei. Sitzen zusammen, essen köstlich, alle machen sich fein. Zelebrieren den Familientag und schenken den Wein. Der eine pennt direkt ein, alle Probleme sind klein. Doch mal ehrlich, ich hab eigentlich keinen Bock auf den Dreck. Wir sind alle voll gefressen, will hier einfach nur weg. Ich lass alle stehen und liegen und verlasse den Raum. Andere hungern ohne Heim, wir essen mehr als man braucht. Also leg ich mich ins Bett und schalt den Kopf einfach rein. Penne ein, doch wache auf, so circa 3 in der Nacht. Werfen Blick in unseren Kühlschrank, wieder hungrig geworden. Doch Oma spitzt ihre Ohren, sie denkt, ich wäre verloren. Ich bin satt, ich bin satt. Ich glaub, mir platzt der Magen, wenn ich noch was ess. Oma kann es nicht ertragen und kocht ganz ungehemmt. Die Welt ist am Verhungern, ich halt das nicht mehr aus. Und meine Oma ist besessen, macht Essen, ich spuck es wieder aus. Warum bist du wach? Mein Bruder, geh doch lieber pennen. Ey, du brauchst einen Schlaf. Und kommt das da an deiner Backe etwa von heute Nacht? Du hattest wohl Spaß, jetzt geh mal pennen, du Sack. Ich bin hier angekettet, in der Küche komme nicht raus. Bruder, unsere Oma spielt verrückt und kocht ohne Pause. Wurde die ganze Zeit gefüttert, platze gleich hier im Raum. Bitte nimm mir meine Ketten ab, das Essen muss raus. Okay, ich werde es versuchen, lenk die Omi gleich ab. Brauche nur noch einen Kuchen, weil ich noch Hunger hab. Bruder, nein, hör auf, sonst kommst du und mach dir was zum Essen. Das darfst du niemals vergessen, sie fragt dich nach etwas Leckerem. Ich bin satt, ich glaub, mir platzt der Magen, wenn ich noch was ess. Oma kann es nicht ertragen und kocht ganz ungehemmt. Die Welt ist am Verhungern, ich halt das nicht mehr aus. Und meine Oma ist besessen, macht Essen, ich spuck es wieder aus. Wie auf die neue Soundpaare, die hat euch gefallen? Vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ihr kein Video verpasst. Vielen Dank auch an Pesh von Diggisling und alle anderen Komparsen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Hier oben geht es entweder weiter mit unserer letzten Songparodie oder zu unserem letzten Video. 10 Arten von YouTubern, beides auf jeden Fall sehenswert. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, ciao Freunde!